Hallo, mein Name ist Marco Schuster vom Sachverständigenbüro Schuster. Wir sind spezialisiert auf Unfall- und Schadengutachten, unter anderem auch spezialisiert auf Motorradgutachten. Deswegen sind wir auch heute hier auf der IMOD, auf der Internationalen Motorradausstellung in München. Hier darf ich euch unsere Rahmenmessgeräte vorstellen, die wir heute vor Ort mitgebracht haben zum Ausstellen. Das ist einmal das Scheibner Rahmenmessgerät, das hier normalerweise an der Schwinge unten verbaut wird. Die Schwinge ist in diesem Fall gummigelagert, die Schwingenhülse, deswegen habe ich das Messgerät hier oben verbaut an der oberen Federbeinaufnahme. Es funktioniert folgendermaßen, da oben sind zwei Kameras verbaut und diese erfassen die Zielkörper, die vorne an der Gabel am Lenkkopf mit verbaut sind. Das ist einmal der Zielkörper für den Lenkkopf unten und hier für die Lenkeinschläge links und rechts einen speziellen Zielkörper. Was kann ich mit dem Gerät alles machen? Ich kann den kompletten Rahmen vermessen. Ich kann, wenn ich will, die Schwinge unten vermessen. Was ist noch möglich? Hier vorne ist noch eine Messuhr verbaut, um den Zeitenschlag zu prüfen. Die Gabel kann ich mit diesem Gerät nicht vermessen. Dafür gibt es eine spezielle Lehre. Das ist die ist hier. Die wird in der Regel mit einer Messuhr verbaut, wird vorne an der Gabel fixiert. Und so kann ich das Kippspiel von den Gabelrohren messen. In dem Fall funktioniert es leider nicht, weil die Gabelbrücke hier im Weg ist. Das heißt, man muss sich irgendwie anders helfen. Dann haben wir noch ein 3D-Rahmenmessgerät dabei von der Firma Spadesi. Das ist ein Messgerät, das zum Beispiel auch Motorradrahmen vermessen kann. Aber ich kann mit dem Messgerät auch die Gabel vorne vermessen, ich kann die Schwinge vermessen. Ich kann mechanische Bauteile vermessen, das Heck vermessen, kann nicht nur Motorräder vermessen, sondern auch PKWs.